Susanne Grieger-Langer, Sie sind Profiler. Sie suchen Personen für bestimmte Jobs. Reden wir über die Frauen. Die Frauen in der Berufswelt, in der Wirtschaft, gerade in der Wirtschaft haben ja die Frauen nicht den Platz, der ihnen eigentlich zugesteht. Weshalb nicht? Ich glaube, dass die Frauen zu sehr in Konkurrenz denken, statt in Referenzpunkten. Also wenn wir in der Schule schon beim Sportunterricht auf eine Linie gestellt werden und gesagt bekommen, lauf los, wir brauchen eine Siegerin, dann glauben wir immer, wir müssen schneller sein als die anderen. Das funktioniert so nicht. Dann bin ich damit beschäftigt, wo sind die anderen und vielleicht will ich meiner Freundin nicht wehtun und laufe dann nicht schneller, sondern lieber im Pulk. Wir brauchen neue Referenzpunkte. Wir brauchen Frauen, die ganz nach vorne gekommen sind, weil sonst kommen so verrückte Ideen wie, ich komme aus der Provinz, ich kann nicht ganz nach vorne. Wenn aber Angela Merkel ein Referenzpunkt ist, dann weiß ich, dass ich aus der Provinz ganz nach oben kommen kann. Sie haben einmal gesagt in einem Interview, ich bringe Menschen ins Zentrum der Macht, aber ja. Frauen sind ja gerade die, die eben nicht unbedingt in dieses bestehende Machtgefüge eindringen möchten, weil sie etwas anderes möchten. Ich glaube, dass Frauen sehr kritisch mit dem sind, was sich als Macht darstellt. Für mich ist es maskierte Ohnmacht. All dieses aggressive, arrogante Gehabe, das ist nicht Macht. Das sind ohnmächtige Menschen, die sich mit der Ritterrüstung und der Arroganz von Gepräge und Status zeigen. Dass Frauen das nicht wollen, finde ich sehr charmant. Und Macht kommt von innen, nicht von lautem Gebrüll. Das Problem ist nur, wenn wir den, ich sage einmal, Arroganzlingen die Machtposition überlassen, dann sind die das, die Gesellschaft bestimmen und die Qualität von Wirtschaft bestimmen. Und letztendlich brauche ich genau die Frauen vorne, die sagen, wir wissen, wie Macht geht und wir lassen die, die einfach nur laut brüllen, aber wo dann nichts mehr dahinterherkommt, denen lassen wir eben nicht diese Stühle. Sie wissen, wie Macht geht. Sie arbeiten mit der 007-Strategie. Was können wir Frauen von dieser Strategie lernen? Ja, das sind die, man könnte sagen, the laws of agents, das sind die 007 der Sondereinsatzkommandos. Das Interessante ist die 006, die ersten von der 1 bis zur 6, das ist der Modus operandi. Wie geht Erfolg? Das kann jeder. Aber die 007, darauf kommt es an und nicht nur bei James Bond. 007 bedeutet Individualität. Ich brauche Frauen mit Ecken und Kanten, so wie sie sind und nicht nach irgendeinem Schönheitsideal, sondern nach ihrer Persönlichkeit. Wenn ich das so sagen darf zu den Frauen, Mutter Natur hat euch so viel Wunderbares in euren Charakter gelegt. Wir sagen in der IT, wenn man Hardcoder ist, Code is Poetry. Und im Profiling sagen wir das auch, Character Code is Poetry. Und wenn die Frauen diese Schönheit bereit sind zu erkennen und damit rausgehen, dann braucht es nicht mehr. Haben Sie ein Beispiel aus Ihrem persönlichen Arbeitsalltag, wo Sie eben mit der 007-Strategie weitergekommen sind? Ich für mich auf jeden Fall. Ich bin ja ein sehr direkter Charakter, auch sehr frech. Und ich habe versucht, mich im Anfang meiner Karriere eher anzupassen. Also das zu tun, was die anderen tun. Ich habe da auf sehr erfolgreiche Berater auch gehört. Und das war falsch. Je mehr ich mich traue, mit mir Selbstbewusstsein so frech, ich sag mal frei Schnauze zu reden, desto besser kommt es an, weil ich von meinem Herzen zum Herzen der Zuschauer spreche. Und von daher, wie sagt man so schön, seien Sie Sie selbst, die anderen gibt es schon, kommt von Oscar Wilde. Danke, Susanne Grieger-Langer, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Müller.